Heute kommt der große Test für eine der zentralen Erzählungen der Aktienbullen, die nämlich gesagt haben, die Konjunktur, die wird sich maßgeblich erholen. Dementsprechend werden auch die Gewinne der Unternehmen wieder anziehen in den USA. Dementsprechend sind eben auch die hohen Bewertungen an den Aktienmärkten gerechtfertigt. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu diesem Non-Farm Payroll-Tag. Aber was wird da auf uns zukommen? Schauen wir uns erstmal die Daten an. Wir haben heute zunächst mal Industriedaten aus Deutschland um 8 Uhr, aber dann die Märkte werden schauen auf Arbeitsmarktdaten in den USA. Non-Farm Payrolls, Stundenlöhne werden wichtig, Arbeitslosenquote 3,6 wird wichtig, 3,6%. Aber vor allem die neuen Stellen außerhalb der Landwirtschaft erwartet so um und bei 180.000. Und die Erwartung ist direkt hoch, kann man sagen, wenn man sich mal einige Indikatoren anschaut, die im Vorfeld der heutigen Arbeitsmarktdaten hier der Fall waren. Schauen wir uns hier diese Erwartung ruhig nochmal an. Hier sehen wir es, 180.000 ungefähr, 0,3% die Stundenlöhne hier erwartet und die Arbeitslosenquote 3,6%. Aber schauen wir uns mal so ein paar Frühindikatoren an. Wir sehen hier oben die Einkaufsmanager-Indizes, ISM-Indizes, also Gewerbe und Dienstleistung. Hier sehen wir, dass die Komponente Employment nur noch knapp über 48 ist, Kontraktion also anzeigt, während hier die Non-Farm Payrolls sich noch besser halten. Normalerweise folgen die diesen ISM-Daten. Ähnliches sehen wir bei kleinen Firmen im sogenannten NFIB-Survey, wo kleine Firmen befragt werden, willst du neue Einstellungen tätigen oder eher nicht. Sehen wir hier, dass eher nicht derzeit angesagt ist. Hier die blaue Linie, oben sehen wir die Non-Farm Payrolls in der Entwicklung. Insgesamt kann man sagen, dass sich der Trend doch hier deutlich abgeschwächt hat. Hier sehen wir die Entwicklung seit 2015. Da waren wir teilweise ja deutlich über 200.000 Stellen. Das wäre wirklich eine Überraschung. Wir waren zuletzt so im Bereich 130.000 Stellen etwas schwächer. Dann hatten wir zwei Monate, wo wir sogar deutlich unter 80.000 Stellen waren. Heute 15.30 Uhr wird dann Larry Kudlow, schon lange nichts mehr von Kudlow gehört, muss man sagen, die Daten kommentieren. Da wird er natürlich wieder sagen, alles super, egal wie die Daten ausfallen, darauf jede Wette. Und er wird natürlich auch sagen, dass der Handelsdeal so knapp davor ist, abgeschlossen zu werden. Da würde ich jede Wette drauf eingehen. Aber schauen wir uns noch ein paar andere Dinge an. Was wir sehen, ist auch, dass wir hier rückläufige Zahlen CapEx hatten, also Investitionen von Unternehmen. Wir sehen, dass diese US-Unternehmen, und das hat mit dem Arbeitsmarkt auch zu tun, in 2018 nur noch 18,1% der Unternehmenssteuern gezahlt haben. 2016 waren es noch 26%, also die Steuerlast ist rapide gesunken. Aber was haben die Unternehmen gemacht? Die haben mehr als dreimal so viel in Aktienrückkäufe und Dividenden investiert als in Investitionen. Und Investitionen sind normal ein Vorläufer für neue Jobs. Hier sieht man das in dieser Grafik, hier diese rote Linie, die hier deutlich abschwingt. Das sind die Investitionen und hier sehen wir, dass Investitionen eben dazu führen, dass dann mehr Wirtschaft passiert, auf Deutsch gesagt. Also auch hier ein Indikator, dass die Zahlen nicht so gut werden. Es gibt natürlich Sonderfaktoren, Thanksgiving, vielleicht wurden da einige Leute neu eingestellt, kurzfristig. Jeder 2-Stunden-Job ist ja schon ein voller Job, der hier berücksichtigt wird. Dann haben wir Census Hiring, also diese Volkszählung, die nächstes Jahr stattfinden soll. Da könnten einige Jobs dazukommen. Also alles ist möglich und vor allem das Gegenteil davon, meine Damen und Herren. Aber normalerweise müssten die Daten eher zur schwachen Seite hin neigen. Was haben wir noch? Wir haben gestern wieder eine wunderbare Erzählung gesehen, nämlich das Wall Street Journal hat, glaube ich, die Dinge sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht in Sachen Handelsgespräche zwischen den USA. Das Wall Street Journal sagt, die USA beharren darauf, dass die Chinesen sich festlegen auf ein Volumen der Landwirtschaftskäufe, 40 bis 50 Milliarden Dollar pro Jahr. Das wäre natürlich ein richtiger Schnaps oder ein richtiger Schluck aus der Schnapspulle, denn davor, vor diesem Handelskrieg 2018, hatte China maximal 28 Milliarden gekauft. Man müsste also fast das Volumen verdoppeln und das angesichts der Situation, gerade in Sachen Sojabohnen, dass eben die Hälfte der Schweinepopulation, die diese Sojabohnen ja konsumiert, praktisch getötet werden musste. Und China weigert sich scheinbar, sich auf diese Zahlen hier festlegen zu lassen. Trump wäre aber nur bereit, wenn die Festlegung der Chinesen kommt, die bestehenden Zölle teilweise rückabzuwickeln. Ansonsten würde er sagen, okay,
wenn wir sonst maximal eben die Zölle, die jetzt nächste Woche eintreten sollen, wäre ich bereit, rückabzuwickeln. Die Wall Street hat gestern nur mit der Wimper gezuckt. Man glaubt an den Deal, zumal heute dann die Meldung kam, dass China einen sogenannten Wafer für Sojabohnen und Schweineimporte aus den USA erlässt. Also man wird dort die Zölle fallen lassen. Das ist einerseits eine Geste des guten Willens, aber das ist möglicherweise, wie hier Forex Live auch schreibt, ein bisschen anders, dass man eben praktisch damit Alternativen findet, um sozusagen hier die Importe aus den USA ein bisschen oder den Amerikanern hier ein bisschen ein Signal zu geben, Mensch, wir wollen doch, wir versuchen ein bisschen, ohne dass man den Amerikanern aber wirklich eben diese von ihnen geforderte Zahl nennt. Das scheint das große Thema zu sein. Von Diebstahl geistigen Eigentums etc. ist man wohl sowieso weit entfernt von einer Einigung. Jetzt geht es nur noch um die Landwirtschaftskäufe und die Story des Wall Street Journal. Die ist natürlich plausibel, weil Trump jetzt eben seinen Landwirten, seinen Farmern, denen es so miserabel geht im mittleren Westen, jeden Tag Insolvenzen, gerade von kleineren Farmern, da muss er jetzt langsam mal was bieten. Und das wäre natürlich schick, wenn die Chinesen ihm praktisch alles wegkaufen, seinen Farmern alles wegkaufen im mittleren Westen. Das würde sozusagen dann bedeuten, dass er seine Versprechen einlöst. Genau deswegen beharrt eben Trump auf dieser hohen Summe. Und genau deswegen sagen sich die Chinesen, können wir gar nicht. Wir haben Verträge mit Brasilien, mit anderen. Die würden auch ihr Gesicht verlieren, wenn sie sagen, wir müssen jetzt leider woanders kaufen, liebe Brasilianer oder wo auch immer her sie ihre Materialien, ihre Rohstoffe hier beziehen. Das wäre ein Gesichtsverlust, weil allen klar wäre, sie kuschen vor den Amerikanern. Das macht die ganze Geschichte so komplex. Gleichwohl hat diese Geschichte hier mit den Tariff Wafers, also mit dem Zollverzicht, hier die Märkte ein bisschen nach oben getrieben. Schauen wir uns eben diese Märkte einmal an. Sehen wir hier den Dow Jones. Hier sehen wir diesen Spike. Einige Pünktchen nach oben, aktuell 27.749 der Dow Jones. Wir sehen den S&P bei 3.125 und die Charts, meine Damen und Herren, die Charts, die sind von, Sie raten es, Sie ahnen es, von Capital.com. Hier sehen wir den DAX 13.131, auch hier mit diesem Spikechen nach oben. Aber der Test kommt heute mit den US-Arbeitsmarktdaten mit der Erzählung, ja, alles super, alles wird sich wieder erholen. Wir hatten jetzt ja eine Stabilisierung in Europa, eine Verbesserung in China. In Europa stabilisiert man sich im industriellen Bereich auf ganz, ganz tiefem Niveau. Aber es ist eben noch lange keine Erholung. Was wir hier sehen, ist Euro-Dollar 1,1103, Gold jetzt bei 1471, leicht zurückgekommen durch diese Meldung. Und wir sehen Crude Oil bei $58,31, nachdem die OPEC offenkundig 500.000 Barrel pro Tag streichen will, die Produktion kürzen will. Aber man ist sich nicht einig, wer eigentlich dann die Produktionskürzung machen soll. Also das ist ein Tohuwabohu, wie auch an den Märkten. Heute die US-Arbeitsmarktdaten 14.30 bei finanzmarktwelt.de. Das stellt die Erzählung auf den Prüfstand der Bullen. Alles wird gut in Sachen Konjunktur und Handelsdeal, Handelskrieg. Da haben wir heute sicherlich wieder die eine oder andere Meldung. Der Optimismus der Märkte ist ungebrochen. Ich hoffe, Sie haben einen guten Freitag und sage Servus und Ciao.